Die Mutter eines tödlich verletzten Gewaltopfers hat in Wiesbaden eine Unterschriftenaktion gestartet. Im Mai ist ihr Sohn, der 19-jährige Danny Gräfe, bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung erstochen worden. Ziel ihrer Aktion ist, Stadt, Polizei und Bürger für ein Engagement gegen Gewalt unter Jugendlichen zu mobilisieren. Denn immer wieder kommt es in Wiesbaden zu gewaltsamen Übergriffen. In den vergangenen 9 Monaten endeten 3 davon tödlich.